Hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, zurück zu einem neuen Parfümvideo. Ja, lohnt sich der Kauf von dem Rasasi Havas im Jahr 2023 noch? Bevor ich euch die Frage beantworte, abonniert den Kanal, lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch für alle neuen Zuschauer. Hier erfahrt ihr immer alles über preiswerte, günstige Düfte. Und natürlich werde ich auch immer versuchen, günstige Düfte, günstige, wirklich günstige Düfte zu testen. Ne? So im Preisbereich 30 bis 40, 50 mal 60 Euro, je nachdem. Ne? Ja. Lohnt sich der Kauf von dem Rasasi Havas noch? Also zunächst mal, um welchen Duft geht es hier? Das ist ein orientalische, ja, kann man sagen, auch eine orientalische Fruchtbombe. Massives, schweres Glas und viele, die den Duft kennen, die wissen, dass er mit dem Invictus, angeblich mit dem Invictus 2016, kenne ich jetzt persönlich nicht, ich kenne den normalen Invictus, vergleichbar ist. Nun ist es so, ich sage ja immer grundsätzlich, bevor ich jetzt oder wenn ich jetzt ein Parfüm teste, ne, ob es da einen Duftzwilling oder einen Dupe gibt, wobei manchmal oder oft, sehr oft der Vergleich hinkt mit den Originalen. Ne? Die gehen meistens in die gleiche Duftrichtung oder haben einen ähnlichen Duftverlauf. Ne? Sind aber per se nicht immer die gleichen Düfte. Ne? Gerade was jetzt die arabischen Dufthäuser angeht, ne? Die machen sehr gute Kopien oder Dupes, wie auch immer. Aber Latafa zum Beispiel, ne, die haben immer noch, die setzen immer noch ihre eigene ja, Duft-DNA drauf oder ihre eigene Marke, ne, sodass der Duft nicht immer 1:1 vergleichbar ist. So, jetzt mal zurück zu dem Duft. Ne. Der hat wie alle Duftkopien oder Dufttubes von Invictus, der hat auch diese Hubba-Bubba süße Bubblegum-Note. Ne? Ich persönlich mag den Duft, ich feiere den Duft, also ich feiere wirklich den Duft, der ist, in meinen Augen ist der genial. Zunächst im Opening, da hat er alle möglichen Obstsorten drin oder Fruchtsorten. Ne? Der hat Apfel drin, der hat Zimt drin, der hat Birne drin, der hat Pflaume. Und es ist natürlich so, der Duft, den kann man durchaus, auch wenn er süß ist, den kann man auch durchaus im Herbst oder im Winter tragen. Also ich habe den eigentlich trage ich den ganzjährig. Ne? Hier ist jetzt noch relativ viel drin. Die Kappe hier, ne, muss ich allerdings dazu sagen, als ich den damals gekauft habe, ich habe das nicht reklamiert, die schließt nicht richtig. Ne? Ist auch wohl so ein Fehler bei manchen arabischen Düften. Ne? Da ist wohl entweder manchmal die Kappe nicht ganz in Ordnung, die Verpackung, ne, oder der Sprüher. Ne? Aber handelt sich hier definitiv um einen Originalduft. Der Duft, also der Flakon ist massiv schwer. Der Deckel ist sauschwer. Ne? Also es ist definitiv der Originalduft. Ja, nochmal zu den Duftnoten. Ne? Einen sehr fruchtigen Start. Apfel, Zimt, wie gesagt, Zimt, Pflaume, Ananas ist drin, Bergamotte. Ne? Also er beginnt, würde ich sagen, jetzt zitrisch, fruchtig, süß, ne? Und wird dann aber im weiteren Duftverlauf, ne, wie auch der Invictus, vergleich's halt jetzt mal, ne,
wird er dann auf der Haut wärmer, angenehmer. Also durchaus auch ein Duft, den man, wie gesagt, im Herbst, Winter, Frühjahr ganzjährig tragen kann. Ne? Ja, zum Duft selber muss ich sagen, ich habe ja schon mal den Rasasi in einem Video vorgestellt, aber nur ganz kurz vorgestellt. Vorgestellt hatte ich diese Düfte hier, ne? Den Latafanaitia, und erst vor kurzem habe ich den Larif, ne? Euch vorgestellt. Ne? Von den dreien muss dazu sagen, ist der hier eigentlich der, ja, es ist der Sieger. Ne? Warum? Noch nicht einmal so von der Silage, von der Ausstrahlung oder von der Projektion. Da finde ich den Nightia tatsächlich etwas stärker. Aber der Duft hier ist, er ist einfach, man kann mal sprühen. Ja, er ist nicht ganz so süß. Und er hat eigentlich von den Früchten her, ist er, finde ich, etwas ausbalancierter, ne, als die beiden anderen. Der Duftverlauf ist hier auch ein bisschen komplexer. Er wird gegen Ende, also wenn man dann im Dry-Down auf der Haut hat und der auf der Haut abgetrocknet ist, wird er holziger, weicher, runder. Ne? Manche würden es jetzt vielleicht auch ja, bezeichnen tiefer, ein bisschen, ja, ich würde es einfach bezeichnen als eleganter. Ne? Hier der Nightjar, das ist eigentlich, wäre meine oder ist meine, definitiv meine Nummer 2. Ne? Der hat im Grunde genommen alles das, was der Rasasi auch hat. Nur nicht, würde ich sagen, jetzt so von der Tiefe her, ne? Silage, ja, da ist der von der Projektion hier auf jeden Fall besser, ne? Ne? Ja. Er beginnt, also der hier beginnt ein bisschen, der beginnt ein bisschen süßer, ne? Dafür hat der Rasasi, der hat einen etwas zitrischeren Beginn, also ein zitrischeres Opening. Und wie gesagt, ich würde sagen jetzt, ne, das ist einfach, der ist nochmal eine Ecke hochwertiger. Ne? Von dem Larif will ich jetzt mal gar nicht reden. Das ist der günstigste im Bunde, hat im Grunde genommen die gleiche Duft-DNA, nur sehr linear, ne? Und der haut, ja, der haut voll rein. Ich habe den ja vor ein paar Tagen oder von einer Woche hatte ich den ja vorgestellt, ne? Ist vom Preis-Leistung, da gibt's, da reden wir gar nicht drüber, ne? Aber es geht ja hier um den Duft, ne? So, jetzt ist die Frage, rentiert oder lohnt sich der Duft noch, ne? Das müsst ihr euch selber beantworten. Ne? Der Duft kostet mittlerweile. Ne? Also ich habe den jetzt bei Notino gesehen, da liegt er bei 70 Euro. 70 Euro, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Das günstigste Angebot, Parfümzentrum momentan für knapp 65 Euro. Müsst ihr rechnen, noch Versand dazu. Ne? Sei denn, ihr kauft halt mehr. Da werden euch die Versandkosten dann erlassen. Aber grundsätzlich ist es so, ein Duft jetzt in der Preislage, ne, da muss man ganz klar sagen, da würde ich, auch wenn mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen, der Flakon, der sagt mir definitiv, spricht der mich mehr an als der Paco Rabanne, der Original. Aber in diesem Fall würde ich wahrscheinlich das Original kaufen. Aus dem einfachen Grund, weil der kostet auch nicht viel mehr. Ne? Der Paco, ich glaube, ich muss mal gucken, kann ich euch sagen, was der kostet. Ne? Also das ist ja den 216er, gibt es ja nicht mehr. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt sagen, was da jetzt
genau der Unterschied war, ne? Wahrscheinlich war er ein bisschen länger haltbar, ne? So, mal gucken. Der Invictus, was der hier kostet. Ja, den gibt es, teilweise gibt es den sogar schon günstiger. In der 100 ml-Version, also ich rede vom EDT, nicht von EDP. Das EDT liegt bei 62 Euro, ne? Und der hier, der kostet 65, ne? Wobei mir, wie gesagt, der Pokal, das sieht mal irgendwie billiger aus, ne? Paco Rabanne. Und die arabischen Dufthäuser, ne? Die machen, das sind die Flakons definitiv, finde ich, hochwertiger verarbeitet. Und das macht einfach, die machen einfach mehr her. Nochmal, würde ich mir den nochmal kaufen? Nee. Ich habe den vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren habe ich mir den gekauft. Da hat er schon 50 Euro gekostet. 50 Euro. Am Anfang, als der rauskam, aber da ist er ziemlich gehypt worden. Da hatte man, glaube ich, 20 Euro gekostet oder 30. Ne? Ich habe den als zum Teil schon gesehen für 20, 30 Euro. Damals, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Ich weiß nicht, der kam, nochmal kann man gucken, wann der rauskam. Ja, der kam 2015 raus. Und ich glaube, 2017, 2018 hat man den teilweise 130 Euro erhalten. Ne? Aber heute, wie gesagt, heute kostet der 64, 65, 70 Euro. Und das ist in meinen Augen nur Geldschneiderei. Ja? Also ich würde den persönlich jetzt mir nicht mehr kaufen. Ne? Auch nicht für 50 Euro. Ne? Da will ich mir definitiv lieber den Latafa holen. Der hat im Grunde genommen ein fast ähnliches, der ist von der Qualität her verähnlich. Der Havas, ja, es ist definitiv der bessere Duft, ne? Er wirkt ein bisschen noch eleganter, ausgereifter, ausbalancierter von der Frucht, ne? Von den Fruchtnoten her, ne? Auch der Latafa ist relativ linear, ne? Aber meines Erachtens nach immer noch die bessere Alternative, ne? Das haben die ganz hervorragend hinbekommen. Und wie gesagt, den hier, ja. Also, Antwort, ich würde den heutzutage nicht mehr kaufen. Ne? Den hier behalte ich logischerweise, den nehme ich dann mehr oder weniger als, ja, als teures Backup, wenn man beispielsweise essen geht oder irgendwo, ne, ausgeht, sage ich mal, da ist das dann eher der bessere Duft. Ne? Die anderen, die können da durchaus, ne, die kostet nicht viel, ne? Der hier 6 Euro. Für den habe ich 13 bezahlt. Ja, mittlerweile kostet er 18, aber es ist immer noch ein absoluter Schnapper. Ne? Ein absoluter Schnapper. Jo, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einfach ein Abo da, gebt mir ein Like und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.